Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es endlich wieder eine neue Runde CC Shopping. Ich habe in den letzten Tagen sehr viele DMs auf Instagram bekommen, wo Leute danach gefragt haben, wann denn endlich mal wieder CC Shopping kommt. Und hier sind wir. Heute gibt es wieder eine Runde CC Shopping. Wir waren wirklich jetzt wieder monatelang nicht auf The Sims Resource. Ich glaube, seit Januar ungefähr, also mindestens 2 Monate. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was es alles Neues gibt. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Shopping-Runde. Okay, wir starten natürlich wie immer auf The Sims Resource und werden uns einfach mal so ein bisschen angucken, was es dort so gibt. Ich habe kein spezielles Ziel, was ich heute runterladen möchte. Also ich suche nichts Bestimmtes. Ich nehme einfach das, was mir vor die Füße fällt. Den ersten Blick sagt mir jetzt nicht unbedingt so viel zu. Zähne habe ich schon relativ viele. Aber ich glaube, das ist nochmal so ein bisschen anders. Die nehme ich nochmal mit. Ich versuche ja so ein bisschen disziplinierter zu sein. Oh, ich habe gehofft, das sind die Augenbrauen, weil die Augenbrauen, die finde ich saugeil. Aber das ist der Eyeliner leider. Bin sehr gespannt, was es für neue Frisuren gibt. Die Tattoos sind mega, mega, mega schön. Die will ich auf jeden Fall haben, weil ich immer wieder Fragen dazu bekomme. Leute, ich zahle hier für die VIP-Mitgliedschaft. Deswegen habe ich so einen Warenkorb und kann das dann alles auf einmal runterladen und muss nicht warten. Das kostet $3,50, glaube ich, im Monat. Ich habe die Tage mein allererstes CC-Installieren Video angeschaut. Und in dem Video sage ich so, ja, ich warte da lieber, als Geld dafür zu bezahlen. Sind wir hier 5 Jahre später oder so und ich zahle Geld dafür. Die Frisur ist unfassbar süß. Ich gehe auch direkt mal bei Nightcrawler auf die Seite und guck mal, was er sonst noch in der Zeit hier rausgebracht hat. Ich glaube, die habe ich auch noch nicht. Wow! Oh mein Gott! Die habe ich alle nicht. Warte, ich will mal eben gucken, wann mein letztes CC-Shoppen-Video online gegangen ist. 25.01. Am 25.01. waren wir das letzte Mal CC-Shoppen. Das heißt, wir haben alles, was danach erschienen ist. Die will ich auf jeden Fall alle haben. Also nicht download, add to basket. Das ist ja auch dieser Zopf. Wunderschön. Wow. Okay, die gefällt mir jetzt nicht so gut. Die für die Männer nehme ich mal mit. Wenn wir irgendwie mal so einen Fuckboy machen oder so. Die ist auch unfassbar schön mit den Spangen. Und das ist ein Set, das heißt, die Spangen kommen damit. Oh mein Gott. Da habe ich direkt Lust, neue Sims zu erstellen. Das ist so cool, auch hier oben mit den Spangen. I love it. Oh mein Gott. Habe ich nicht eben noch gesagt, ich möchte ein bisschen mehr Disziplin haben? Aber die ist halt einfach wunderschön. Wunder, wunder, wunderschön. Okay, dann schauen wir auch nochmal bei Lia Lilith vorbei. Die Frisur finde ich auch cool. Bei ihr gefallen mir nicht alle Frisuren, weil manche sind mir ein bisschen zu extra. Okay, die Billy-Frisur habe ich auf jeden Fall. Die habe ich ja schon Joanne gegeben. Die neuen, die dann danach rausgekommen sind, gefallen mir alle irgendwie nicht so gut. It's very cute. Ist wieder ein bisschen kurz geraten, aber wir lieben es. Wir gucken nochmal hier kurz bei Shake Productions, was sonst noch so rausgekommen ist. Das ist halt echt alles immer sehr kurz, ne? Und so Heels, die brauche ich aber auch nicht unbedingt. Ich glaube, den Romper brauche ich. Und das hier, hä, so eins habe ich doch. Das Kleid ist schön. Die Stiefel sind cool. Der Badeanzug ist cool. Ich versuche ja so ein bisschen disziplinierter zu sein. Und dann haben wir hier noch eine coole Leggings. Die sieht ziemlich basic aus. Die können wir einfach gut gebrauchen. Das Kleid ist auch super, super süß. Vielleicht mit einer Strumpfhose drunter. I love it. Das ist auch unfassbar schön. Oh Mann, und das ist ja schön. Das finde ich sogar noch schöner als das andere. Und das ist auch schön. Oh mein Gott. Habe ich das hier schon? Habe ich nicht. Und ich liebe doch Badeanzüge. Und die Hosen, die sind auch sehr cool. Die sind leider sehr cool. Und hier sind so Cargo Pants. Ich habe doch letztens welche gesucht. Jetzt habe ich welche. Und das ist auch... Oh mein Gott. Warum ist das denn alles so schön? Das ist auch voll cool mit der Jacke darüber. Und das hier mit dem Rock ist auch voll süß. Okay, ich höre auf. Ich höre auf. Hier sind Männerhosen. Aber die sind auch wieder so eng. Ich hasse das. Warum müssen die immer so eng sein? Die sind auch schön. Nein, ich höre jetzt auf. Okay. Wir gehen weiter. Weiter Konzept. Sehr schöne Augen. I like it. Die sind ja mega schön. Wow. Oh mein Gott, was? Wir sind beim 28. März. Das ist 2 Tage her. Und ich habe schon so viel durchgescrollt. Oh mein Gott, das endet heute hier ganz, ganz böse. Wow, ist das ein wunderschönes Kleid. Oh Gottchen. Oh mein Gott, das
ist so schön. Ein sehr schönes Wohnzimmer. We like that. Oh, Date 77 ist jetzt auf The Sims Resource. Das ist ja cool. Das ist der, der sonst immer auf Tumblr war. Ich liebe die Sachen von ihm oder ihr. Ich denke mal, es ist ein Mann. Weil der richtig coole Männersachen mal hat. Ich habe ja relativ wenige Männersachen. Ich finde diese Tattoos voll cool. Vor allem hat er viele so Basic-Sachen, was ich auch sehr, sehr cool finde. Hier einfach so ganz einfache Sachen. Nichts Spektakuläres. Wow. Yes. Oh. Dina nimmt hier wieder mal alles mit. So, und das ab hier habe ich nämlich die Sachen von ihm. Aber das ist ja gut zu wissen. Das wusste ich nämlich noch nicht, dass er auf Tumblr unterwegs ist. Okay, dann gucken wir auch mal ganz kurz bei Anto. Ja, auch immer ganz coole Frisuren. Vor allem halt auch die Männersachen. Was mir bei den Frauenfrisuren nicht so gut gefällt, ist, dass das so einen kranken Schein hat. Reflektiert ziemlich. Das hält mich natürlich nicht davon ab, das runterzuladen. Weil die Sachen natürlich trotzdem wunderschön sind. Wie dieser Dutt. Und das hier ist leider auch wunderschön. Aber die habe ich nicht. Die habe ich nicht. Da werde ich wieder wahrscheinlich ein Problem mit den Haarfarben haben. Aber wenn ich dann irgendwann mal ein Recolor unterlade, habe ich zumindest schon mal das Mesh. Und das ist doch gut. Nina, wie sie sich versucht, ihre Sissi-Sucht schön zu reden. Ich bin bei 24. März. 24. März. Meine Güte. Ist das das? Ja, das ist von dem gleichen Creator, ne? Ein neuer Hochzeitskleid-Creator. Okay, sind nur die zwei. Aber I love. Die anderen Sachen sagen mir jetzt nicht so zu, außer diese Hose vielleicht. Aber ich glaube, die ist mir zu hyperrealistisch. Das lassen wir lieber. Sehr süß. Also auch da mag ich die Farben zwar nicht so gerne, aber vielleicht brauche ich es ja irgendwann mal. Hier haben wir nochmal Kids Room Sachen. Amazing. Und hier haben wir noch mehr schöne Tattoos. Ist das auch der gleiche Creator? Weil der Stil ist so ähnlich. Ja, das ist der gleiche Creator von... dem und dem hier. Oh mein Gott. Wow. Okay, wir müssen definitiv mehr tätowierte Sims machen. Ganz große Klasse. Okay, ich will jetzt nicht zu viele runterladen, weil, ne, you know, wir sind heute diszipliniert und haben deswegen, wir haben erst 139 Sachen im Warenkorb. Gar kein Problem. Wir sind heute sehr diszipliniert. Da ist der Rest von dem Kids Room. I love it. Guck mal, da ist eine Schaukel. Also die kann man natürlich nicht benutzen, aber wir brauchen es ganz, ganz dringend. Das ist ja wohl auch mega süß. Den Creator kenne ich auch gar nicht. Ich kann noch nicht ganz identifizieren, ob das Maxis Match oder Alpha CC ist. Ich glaube, das ist so ein Mix dazwischen. Aber die Shorts sind auf jeden Fall mega cool. Okay, jetzt hat mir zum Glück lange nichts mehr gefallen. Aber hier haben wir Hallway-Sachen. Und ich liebe so Sachen, die ich in den Flur stellen kann, weil da weiß ich meistens nie, was ich hinmachen soll. Eine süße Kinderkette. Was ist denn das? Eine Katze? Ich glaube, ich soll eine Katze darstellen. Nehmen wir mit. Auch wenn wir nicht richtig identifizieren können, was es ist. Oh, und hier so ein kleiner Badeanzug nennt man das. Oh, oh. Der Warenkorb ist voll. Während das runterlädt, gehen wir dann einfach mal ganz kurz auf Tumblr bei Sim Miracle gucken. Ob es da ein paar neue Kinderhaare gibt. Hallo, liebe Fabienne. Sie ist deutsch. Ihr wisst ja, ich nehme hier einfach alles mit, was ich kriegen kann, weil ich finde, Kinderfrisuren kann man auch nie genug haben. Oh, die ist auch mega süß, nehme ich auch mit. Dann ballern wir das mal eben alles hier ins Spiel rein. So, einmal Warenkorb leeren, bitte. Und weiter geht die wilde Fahrt. Und hier sind die Schuhe. Naja, die fanden wir nicht. Ja, Nina, sei stark. Männerarmbänder. Yes. Yes. Die Hosen von Pink Zombie Cupcakes sind einfach so schön. Da kann man einfach nicht nein sagen. Ey, diese Sims. Ich komme da nicht drüber. So schöne Sims einfach. Hier sind die Hosen. Yes. Die Augenbrauen sind cool. Wow. Aber das meine ich. Ich liebe diese Sachen. Was ist für ein Creator? Das könnte Snow vielleicht sogar sehr gut stehen. Ich meine, wir brauchen wahrscheinlich eh nicht mehr so lange. Ein paar mehr Brillen im Spiel könnten wir auf jeden Fall gebrauchen. Hier haben wir noch einen sehr schönen Pulli. Den nehmen wir auch mit. Okay, und dann lassen wir das. Oh, hier ist so eine coole Hose. Süß! Oh Gott. Und hier sind noch mehr Shorts. Ich habe ja schon gesagt, irgendwie nehme ich Schwimmshorts zu wenig. Sowohl für Kinder als auch für Männer. Da brauche ich einfach noch ein bisschen mehr. Da müssen wir einfach noch ein bisschen aufstocken. Schönes Hemd. Schönes Hemd. Wir sind im Februar. Wow. Ja, Mann. Extravagant, aber irgendwie süß.
Nehmen wir auch noch mit. Ich meine, an dieser Stelle macht es auch einfach keinen Sinn mehr, Nein zu sagen. Es bringt auch einfach nichts. Meine Maus klickt schon von ganz alleine. Ich muss da nichts mehr tun. Aber ich muss ehrlich sagen, also diesmal, wenn die Sachen genauso im Spiel aussehen, wie sie hier online sind, dann bin ich sehr zufrieden. Also dann hatten wir eine sehr, sehr gute CC-Ausbeute. Und ich dachte schon, dass die letzte CC-Ausbeute sehr gut war. Aber das hier ist schon nochmal. Natürlich ist das was anderes, weil wir jetzt über eine lange Zeit nicht CC-Shoppen waren. Natürlich ist die Chance da höher, dass wir was Gutes finden. Aber garantiert ist das nicht. Und deswegen bin ich sehr erfreut, dass wir hier so coole Sachen finden. Wir können auch einfach mal zu unserer CC-Sucht stehen und sie einfach mal wertschätzen und einfach mal sagen, ja, schöne Sachen haben wir gefunden. Süß, süß, süß. Oh, das gefällt mir aber auch. Das ist ja immer so dieser etwas andere Stil, von dem ich immer spreche. Weil meine Sims sehen ja so immer sehr ähnlich aus vom Stil. Und dann finde ich es immer cool, mal was anderes runterzuladen. So wie dieses Kleid hier. Bin ich mir noch nicht sicher, ob mir das im Spiel gefallen wird. Aber wir werden sehen. Wir lassen uns überraschen. Das ist schön. Das ist schön. Und ihr wisst ja, ich habe nie genug Männersachen. Wedding Rings. Oh, cutie. Ja, so welche habe ich schon lange gesucht. Oh, neue Posen von Catverse. Ihr wisst ja, ich liebe ihre Posen. Oh, Einhorn-Ohrringe. Die müssen wir jetzt noch mitnehmen. Weil die sind wirklich süß. Der Bikini gefällt mir auch. Den nehme ich noch mit. Dieser Creator hier hat auch sehr viele coole Sachen, die mir gefallen. Also auch so ein paar außergewöhnliche Sachen. Aber auch viele Sachen, die mir super gut gefallen. Also ich bin wirklich mal gespannt, wie die im Spiel aussehen. Das hier habe ich runtergeladen, das habe ich runtergeladen, die Hose habe ich runtergeladen, das Hemd. Okay, Leute, das reicht jetzt aber wirklich. Wir haben jetzt nochmal, zeig mir, wie viele wir nochmal runtergeladen haben, 148 Sachen gefunden. Das ist absolut Craziness. Wir haben einfach über 350 Sachen runtergeladen, obwohl Nina diszipliniert sein wollte. Aber ich meine, im Endeffekt freue ich mich darüber, weil das zeigt nur, dass wir wirklich diesmal eine richtig, richtig, richtig gute CC-Runde hatten. Ich werde jetzt alle mein Spiel tun und dann werde ich sie euch noch schnell im Creative Sim zeigen, damit ihr seht, ob die wirklich gut aussehen oder eher nicht. Und ja, mal sehen. Ich bin sehr gespannt.
Okidoki, Adishoki. Das waren alle Sachen, die ich neu runtergeladen habe. Klar, ich habe jetzt auch noch ein paar Kindersachen runtergeladen und ein paar Sachen aus dem Baumodus. Aber das wäre jetzt hier wirklich eine Schatzsuche, die dann unter meinem ganzen Sisi zu finden. Ich weiß, ich könnte einfach mein ganzes Sisi rauspacken und nur das Neue reinmachen. Aber dann habe ich meine ganzen Skins nicht und so. Deswegen lassen wir das einfach so. Ich bin so zufrieden, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist unfassbar krass, wie viel Glück wir dieses Mal hatten. Da waren so viele Schätze dabei, so viele mega schöne Sachen. Vor allem die Basic-Sachen von Dart Date 77 von den Frauen. Mega geil. Mega, mega, mega geil. Hat mir so gut gefallen. Ich lieb's wirklich so sehr. Der Sim, an dem ich euch das gezeigt habe, der gefällt mir auch richtig gut. Den habe ich gerade aus der Galerie runtergeladen. Aber die Sachen waren auch einfach super schön. Die Haare haben mir auch alle super gefallen. Richtig schöne Haare. Klar, ich habe jetzt nicht alles gefunden, was ich neu runtergeladen habe, aber im groben Teil habe ich euch, glaube ich, alles gezeigt. Und ich hoffe sehr, dass es euch auch gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer Lieblingsteil ist. Ich kann mich echt gar nicht entscheiden, weil das einfach so eine grandiose CC-Shopping-Runde war. Es war so Hammer. Also ihr solltet echt CC-Shoppen gehen, wenn ihr lange nicht mehr CC-Shoppen wart. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss!